Willkommen zurück zu Let's Play Doom 3. Ja, wir haben Duncan Matthews, auch verdammtes PDA, gefunden. Und dementsprechend bediene ich mich hier mal. Danke. Du bist nicht Duncan Matthews. Ein bisschen Heilung, ein bisschen Munition. Hier war nichts. Wie kann man diesen Arbeitsplatz als gemütlich ansehen? Mal ganz ehrlich jetzt. So, rufen wir mal den Aufzug und dann fahren wir in die nächste Etage. Und verlassen Mars City. Die Verwaltungsanlage ist die Unternehmensvertretung auf dem Mars. Die Mitarbeiter von Union Aerospace in den Büros von... Oh, viel zu schnell. Oh, shit. Glauben Sie mir, Doktor, die USC übernimmt diese Operation. Operation? So nennen Sie das also? Die Situation ist außer Kontrolle. Sie ist nicht außer Kontrolle, Swan, sondern Sie. Ich werde mich um alles kümmern und Sie und Ihr Lakai halten sich da gefälligst raus. Verstanden? Ja, Betrüger. Ich habe verstanden. Okay, Plan B. So läuft das hier. Mhm, kaputt. Terminal 3. Ja, komm, du brauchst mir gar nichts erzählen davon, wie toll auf dem Mars ist, weil... Oh. Du kannst auch ins Gras beißen. Zack, direkt mal checken den PDA. Alan Dorweiler. Keine gespeicherten Audiologs, aber E-Mails. Waffenterminal am Schrank. 586. 586. Handgranaten. Video heruntergeladen. Video? Privat. Verschaffe dir Zugang zum Alpha-Labor. Hier ist das. Willkommen im Alpha-Labor. Der Bau des Alpha-Labors von der außerweltlichen Forschungsabteilung der Union Aerospace Phase 1 genannt, begann am 29. Oktober 2095. Es ging am 17. Juli 21.30 in Betrieb. Im Alpha-Labor, zunächst als primäre Wissenschafts- und Forschungsabteilung erschaffen, wurden modernste Technologien entwickelt, wie der Elementarphasendekonstruktor, das Hydrocon und der Molekularbrennstoffspeicherkompressor, die jetzt im Alpha-Labor genutzt werden. Dies ermöglichte die dringend erforderliche Erweiterung auf die ganz neue Wege in Forschung und Entwicklung eröffnet. Mit fortdauernden Investitionen und harter Arbeit bemüht sich die Union Aerospace Corporation weiterhin um Spitzenplätze. Naja, um Spitzenplätze, ja mal verstanden. Hallo? Stehen Sprengfässer, das ist nie gut, das mag ich nicht. Nicht stehen bleiben, Kumpel. Kannst nichts für mich tun. Sie sind alle weg. Ja. Haben uns überrascht. Kam aus dem Nichts.
Ein paar Einheiten sind noch draußen. Aber sind alle voneinander abgeschnitten. Versuch sie zu finden. Mein Freund, du siehst irgendwie leicht dämonisch aus. Zugang verweigert. Beschaffe dir William Banks Freigabe. Machen wir einfach mal so, quer durchs Fenster. Denkst du denn da so ab? Hallo? Ist ja auch nichts. Oh, komplettes Munitionspaket. Ja gut, das hat also keinerlei Interesse für mich gehabt, außer die Munition. Hier ist nichts, da ist nichts, okay. Hier wird gespeichert. Oh, hi. Ist William Banks hier? Oder ist William Banks' PDA hier? Nein, keine PDAs. Keine PDAs für mich. Ganz geil. Da, 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 da. Ja. Wir sollten dringend aufhören, unsere Basen aus Plastik zu bauen. Plastik und Blech. Nein. Falsche Antwort! Hallo? Jemand hier? Au, das ist unfair! Schalter betätigen und dann auf Leute einprügeln. Oh Mann! Ist doch gut da mit deiner Erbsenschleuder. Zugegebenermaßen ist eine sehr effektive Erbsenschleuder, aber trotzdem. Nein! Oh, ah. Mann! Ein Fisch! Hey, Moment, warte ich dahin ziehe. Den jetzt war hier. Automagazine und irgendwie Mystery Science. Science, no, Mars. Ah, ah. Gott. Hallo. Das ist ja so ein Ork. Hallo. Shotgun. Shotgun ist sowieso meine Lieblingswaffe. Sicherheit umgehen. Oh nein. Fuck you. Oh. God. Bitte sehr. Der wollte ein Bonbon, der kriegt ein Bonbon. Ja, komm, direkt noch einer. Da vorne, da vorne. Like a pro, what the fuck? Kann man nicht mal in Ruhe hier reloaden? Warum sind hier hinter den Basenwänden Plätze, wo sowas rauskommen kann? PDA?
Jonathan Moses. Keine Dateien, aber E-Mails. Gratis Goodies. Herzlichen Glückwunsch. So, nehmen Sie so. Lagerschränke aufstellen. Was? Bodies. Nicht, was? Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden Gewinner eines unserer kostenlosen Lagerschränke voller nützlicher Dinge. Besuchen Sie uns online, um auf Ihren Schrank zuzugreifen. Marsbody nicht vergessen, sind immer die einen Gewinner. Wir haben kürzlich einen Lagerschrank von Marsbody gehalten. Wo sollen wir ihn für Sie aufstellen? Transportaufsicht. Super, kann kaum glauben, wie schnell er da war. Bitte lassen Sie mein Büro Nordflurverwaltung liefern. Ich bin schon ganz drauf gespannt. Okay, gerade. Ach so. Wer ist dein Body? Kann man den überhaupt nicht öffnen? Der nimmt ja überhaupt gar keine Knöpfe an. Wie öffnet man das? Moment, Jonathan Moses. Keine gespeicherten Audiologs, Hauptzugang, Verwaltung, Anlagen, Videodisks, E-Mails. 5, achso, 0508. 0508. Oh, fuck yeah. Jetzt sprechen wir meine Sprache hier. Hallo. Team Bravo meldet eine nicht identifizierte Wucherung. Sie sind über Teile der Basis ausbreitet. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird nichts Gutes sein. Ich sei auf der Hut. Die Minigun. Eine Offenbarung, aber ich sollte noch ein bisschen Munition dafür sparen. Systemzugang finden. Gut, Abmarsch. Ich glaube, der Typ hat eine BFG. Der Ballermann sah mir nämlich verdächtig dick aus. Okay, das Zeug kann ich nicht einsammeln. Dann gehen wir erstmal hier oben Geschäftsleitung. Bravo-Team meldet Zeug. Die PDA. Stirb im. Oh, fuck. Wessen EPDA habe ich da nochmal eingesammelt? William Banks. Energiedefizite, vermisste Mitarbeiter. Malcolm Betrüger, religiöse Artefakte. Forschungsassistent Eric Ruffel ist eine ganze Woche über nicht zum Dienst erschienen. Ich habe wiederholt sein Quartier angerufen ohne Reaktion. Seit Tagen hat ihn niemand gesehen und ich bin ratlos. Er ist normalerweise sehr zuverlässig. Ich hoffe, der Mars-Sicherheitsdienst kann ihn finden. Es gibt hier nicht viele Bereiche, die man betreten darf. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich halte sie auf dem Laufenden. Fuck. Ich hätte eventuell aushalten sollen. Ja, ja, Teufel. Sehr lustig. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Ciao.